soweit. Jetzt fahren wir ja. Wohin zum Frack und Co. Frack und Co. im ersten Bezirk in der Hanuschgasse. Hanuschgasse, richtig. Hinter der Oper. Aber zuerst gehen wir zum Pitzinger. Auf einen Würstelstandl. Einer der besten Würstelstandl in Wien, meiner Meinung nach. Ist so. Und dann gehen wir uns einen Frack kaufen. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Dieses Gebäude, wo dieses Geschäft drinnen ist, ja. Mit dem habe ich ein bisschen Erinnerung, weil ja genau in dem gleichen Gebäude befindet sich im zweiten oder dritten Stock, das weiß ich gar nicht mehr, das Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien. Und dort habe ich studiert, meinen Bachelor gemacht in Volkskunde, also Europäische Ethnologie heißt das, aber man kennt es unter Volkskunde. Warum kaufen wir es denn jetzt eigentlich? Nein, wir spielen am Philharmonikerball. Es ist halt Frackzwang und man will sich an die Regeln halten, sozusagen. Ne? Ja. Wir tragen nämlich einen Musikerfrack. Was ist da der Unterschied, meinst du? Nein, der Musikerfrack heißt es eigentlich nur, weil er etwas bequemer geschnitten ist. Das ist gut. Das heißt ein bisschen weiter da bei den Achseln und bei den Schultern und so. Man kann, sprich, ich kann die Quetschen halten, ohne dass es zwickt und zwar. Aber auch ein guter Teil. Ja. Dann habe ich auch gehört, dass das Hemd eine Knopfleisten hat, damit die Knöpfe nicht scheiern an einem Instrument nicht scheiben. Eine verdeckte Knopfleiste ja, ist das Hemd. Ja. Ein dünnerer Stoff, glaube ich. Er ist dünner, leichter. Dass man sich bewegen kann. Dass man sich ein bisschen die Beweglichkeit einfach gegeben ist. Ja. Aber das Marschall ist weiß, schwarz tragt es nicht der Könner. Ein Frack ist ein Uniformersatz. Das heißt, wenn du einen Orden tragen willst, kannst du ihn eigentlich nur auf einer Uniform tragen. Und zwei Ausnahmen gibt es, nämlich die Tracht und zum Frack. Und zum Cut untertags, wenn es vor 18 Uhr ist, auch. Ja, das ist mir leicht, Den Otterkring hat man drauf nicht so geschaut. Also auf jeden Fall haben wir dann einen Frack, gut, aber den werden wir auch gleich tragen, natürlich beim Offiziersball, wenn wir spielen. Da ist zwar kein Frackzwang. Ja, das, aber wenn wir schon haben. Ich finde das schön in Ordnung. Ich glaube, beim Heurigen spiele ich mit dem Leiberl und mit dem Gin. Aber wenn man halt so Anlässe hat, wo es halt passt, dann finde ich das schon eine ganz nette Geschichte. Jetzt geht's ab zum Würstelstandl. Jawohl. So einen werden wir uns kaufen, ne? Jetzt da. Genau so ein. Aber zuerst gehen wir dorthin. Da gehe ich doch glatt voraus. Immer mehr Leute. Gut für den Pitzinger. Gut für den Pitzinger. Ja, sind wir so. Ja, ja. Aber es geht doch schnell. Ein Waldviertler mit süßen Senf und Brot bitte. Und zwar Glühwein. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort. Die Reste ist ja nicht wurden, wir haben uns nicht leisten also, können. Naja, das ist natürlich nicht der ganze Frack, aber das sind die Accessoires. Ne? Frack sind kleine Änderungen vorzunehmen. Das teuerste bei mir ist es ändern. Meine Ärmel sind zu kurz, die Wampen ist zu groß, die Haxen sind zu kurz. Na gut, ich würde sagen, fahren wir heim. Fahren wir heim, ja. Sagen wir es war nichts. Sagen wir es war nichts. Los geht's. Gehen wir.